hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe NetCologne FCTV Star Talk. Wir sind heute auf der Kartbahn im Michael Schumacher Kart- und Event Center in Kerpen-Sindorf. Ich bin nicht alleine. Bei mir ist die 96-fache Nationalspielerin, FC-Torschützin, gerade noch Kölns Sportlerin des Jahres geworden, Inka Grings. Hi. Hallo. Und außerdem auch FC-Torschütze, unser Starstürmer mit der Nummer 16, Patrick Helmes. Hi. Hi. Ja, Kartfahren, habt ihr da irgendwie Erfahrung, ihr zwei? Täglich. Nein, also ich bin ein, zweimal bisher gefahren und freue mich darauf, den Patrick heute rauszufordern. Wie sieht's aus bei dir, Pat? Bist du schon öfter gefahren? Ja, ich bin auch schon zwei, dreimal gefahren, habe mich perfekt vorbereitet. Also gestern den ganzen Tag Saunatag eingelegt, heute Morgen wenig gefrühstückt. Damit du schön leicht bist? Ja, kaum Gewicht auf die Bahn bringen und von daher versuche ich Inka heute zu schlagen natürlich hier. Sehr gut. Also wir reden natürlich auch über Fußball. Wir beantworten natürlich auch Fanfragen. Das machen wir dann später. Erstmal fahrt ihr um die Wette. Wir fahren 10 Minuten, machen aber nach ungefähr 5 Minuten mal so einen kleinen oder 5 Runden so einen kleinen Zwischenstopp. Dann höre ich mal, wie es so läuft, was man vielleicht noch machen kann. Hast du hier zur Strecke, die du schon mal gefahren bist, vielleicht ein paar Tipps für Inka? Naja, Tipps gebe ich keine. Wie gesagt, sie kümmert sich ja auch in ihrer Mannschaft um die Scouting-Abteilung und von da. Ich denke, sie hat die Strecke auswendig gelernt gestern schon. Die eine oder andere Kurve kennt sie, aber ich schaue nur auf mich, versuche das Ding zu gewinnen und alles andere interessiert mich nicht. Okay, jetzt ist es so, ich hätte gerne einen Wetteinsatz von euch. Also wer verliert, muss was machen. Gibt es eine Idee oder darf ich was vorschlagen? Also da ich mir sicher bin, dass ich gewinne, weil ich die Strecke halt schon wirklich studiert habe, jetzt die letzten ein, zwei Nächte, vielleicht fällt Patrick was ein, wenn er mutig ist. Ansonsten bin ich da völlig offen für Anregungen. Okay, dann darf ich gerne als Vorschlag für dich machen. Ja. Wenn du verlierst, machst du den Patrick Helmes Torjubel, wenn du das nächste Mal ein Tor schießt. Okay, kriege ich hin. Okay. Pat, wie sieht's aus bei dir? Dein Wetteinsatz? Ich habe einen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag. Wenn du verlierst, trainierst du einmal bei den Frauen mit. Ja, gerne. Wie gesagt, ich würde das gerne mal angucken, wie Inka so vorne ihre Laufwege hat und sowas. Also Willi kenne ich auch noch ein bisschen. Wenn er nicht gerade bei Stern TV ist, dann ist er auch mal am Platz. Und von daher mache ich das gerne, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mittrainiere, ist gering. Okay, dann sind wir soweit vorbereitet. Dann geht's los. Ja, man muss, schau mal, Patrick, du musst gucken, wenn die blaue Flagge kommt, musst du Platz machen, weil da kommt ein schnelleres Auto. Ja. Du musst schon rechts ranfahren. Für dieses ist auch die neue Flagge, die weiße, fürs Aufgeben. Ganz neu heute. Vorbereitet und die Zeiten sprechen für mich. Inka macht es nicht schlecht, aber ja, die 48 steht schon und die steht gut da. Also du bist auf jeden Fall unter 50, das ist gut. Jetzt muss ich doch mal fragen, als Profisportler, ist es schon so, dass bei dir jetzt hier der Ehrgeiz geweckt wird? Ja, gerade gegen Inka, da muss man einfach gewinnen wollen und das mache ich auch. Nein, also sie sucht jetzt irgendwelche Gründe, weil sie nicht gewinnt, aber man muss einfach auch mal, es gibt immer einen besseren Meister. Und der bin heute ich. Also dann auf in den zweiten Durchgang, gib Gas. Ich frage nochmal Inka. Inka, kurzer Zwischenstopp. Ich hier ganz gefährlich mitten auf der Strecke. Du liegst zurück, ungefähr 4 Sekunden. Hast du ein bisschen Probleme mit der Strecke? Irgendwie so ein paar Tücken, ein paar Kurven oder woran liegt's?
Ja, es sind immer die anderen, deshalb mein Auto ist nicht so, wie ich mir es erwünscht hätte. Aber ich muss neidlos anerkennen, er fährt verdammt gut, er fährt öfters als ich. Aber es macht Neiden Spaß. Jetzt gebe ich noch mal alles und mal schauen. Fahr mal mehr Risiko jetzt. Okay, das ist... Okay, also deine Taktik, ja, für den zweiten Durchgang Risiko. Richtig. Alles klar, gib Gas. Sekunden Vorsprung, Patrick Helmes. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Und unsere zweite Gewinnerin! Ungefähr 4 Sekunden zurück. Du bist die zweite. Herzlichen Glückwunsch! Ja, vielen Dank! So, Rennen gelaufen, gut gelaufen. Patrick Helmes hat gewonnen mit ungefähr 4 Sekunden Vorsprung. Herzlichen Glückwunsch! Ja, danke. Wie erwähnt, ich habe nichts anderem gerechnet. Ich war echt gut vorbereitet auf das Rennen und ich habe es dann wirklich bestätigt heute. Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass du die Strecke ganz gut kennst. Also du hast die Kurven irgendwie ganz, ganz gut genommen. Inka, du hast den Pokal für den Pet. Ja. Achso, nein. Danke schön. Danke. Sehr schön. Ja, nee, heute ohne. Du musst ja noch zum Training. Sehr schön. Inka, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Deine Trophäe hast du selber in der Hand. Zeig sie gerne. Wunderbar, Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ich bin ja einfach so fair und sage, heute hat er Glück gehabt. Inka, du musst jetzt deine Wettschuld einlösen. Du wirst den Patrick Helmes Torjubel machen. Bei welchem Spiel? Ich würde sagen, bei meinem nächsten Tor. Beim nächsten Spiel? Genau, beim nächsten Spiel hoffentlich. Wenn ich dann treffe, werde ich an Patrick Helmes denken und natürlich seinen Torjubel machen. Sehr schön, wir sind gespannt, wir werden es bildlich festhalten. Ja, so, jetzt nutzen wir doch den Moment, dass wir hier zusammen sind, reden auf jeden Fall noch ein bisschen über Fußball. Aufstiegskampf ist das Stichwort, ihr steckt beide mittendrin. Inka, fangen wir vielleicht mal bei dir an. FC Sand ist der härteste Konkurrent, das ist auch die einzige Mannschaft, gegen die ihr bisher verloren habt in dieser Saison. Das Rückspiel ist das vorletzte Spiel in dieser Saison, das wird jetzt so ein bisschen das Finale für euch dann, ne? Gehe ich auch definitiv von aus. Letztendlich müssen wir auch erstmal die nächsten Spiele gewinnen. Wir tun uns momentan unheimlich schwer, sodass wir noch ein bisschen Zeit haben, bis wir nach Sand fahren. Aber ja, ich denke, das wird alles darauf hinauslaufen, dass wir in Sand das entscheidende Spiel haben werden. Jetzt ist es ja so, dass in der zweiten Frauenfußball-Bundesliga nur eine Mannschaft aufsteigt. Das macht es dann halt auch nochmal besonders spannend, ne? Ja, definitiv. Vor allem, wenn man so einen starken Konkurrenten hat, der wirklich richtig viel investiert hat, auch nochmal zur Winterpause 2 kanadische Nationalspielerinnen verpflichtet hat, wird es umso spannender. Aber nichtsdestotrotz ist es nun mal Fußball. Und ja, wir werden alles daran setzen, dass wir vor allem in dem Spiel wirklich 150% abrufen, weil das haben wir im Hinspiel nicht gemacht. Und dann verliert man auch so ein Spiel direkt. Davor sind wir gewarnt. Und ja, letztendlich ist es noch ein langer Weg bis dahin. Aber in einem Spiel kann unheimlich viel passieren. Du bist ja tatsächlich mit der Ansage jetzt gekommen zum 1. FC Köln zu dieser Saison, um aufzusteigen, ne? Ja, also ich habe 17 Jahre wirklich auf höchstem Niveau gespielt, bin unheimlich gut ausgebildet worden. Mein Ehrgeiz ist einfach so enorm, dass ich halt in der besten Liga spielen möchte. Und als ich angefragt worden bin vom 1. FC Köln, war es für mich eine Riesenmotivation, denn ich glaube, der 1. FC Köln in der ersten Liga hört sich viel, viel besser an als in der zweiten. Definitiv. Das gilt auch für euch, Pat. Da ist es ein bisschen anders. Also im Moment Platz 1 der Tabelle, das ist sehr gut. Es sind noch 6 Punkte bis zum Relegationsplatz. Kann aber natürlich noch jede Menge passieren. 9 Spiele liegen noch vor uns. Wie sicher, denkst du, ist der Aufstieg oder wie unsicher? Ja, es ist ähnlich wie bei Inka. Wie gesagt, der Weg ist definitiv noch lang. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Wir tun uns im Moment auch sehr, sehr schwer, aber zum Glück holen wir doch noch den einen oder anderen Punkt. Aber ich denke, wir wissen alle, dass noch viel Luft nach oben ist bei uns, dass wir viel besseren Fußball spielen können. Und das macht uns halt für die letzten Wochen Mut, dass wir in meinen Augen die beste Mannschaft der zweiten Liga sind. Das haben wir oft genug gezeigt. Wir stehen nicht ohne Grund ganz oben, das ist auch völlig zu Recht.
Aber ja, gerade bei der Drei-Punkte-Regelung kann es sehr schnell gehen. Und wir sind auch oft genug gewarnt worden, jetzt mit dem einen oder anderen Unentschieden, was wir nur gespielt haben. Aber wir haben jetzt zwei Heimspiele vor der Brust und da gilt es halt einfach für uns, 6 Punkte zu holen, auch wenn es gegen Karlsruhe und gegen Aalen sehr schwer wird. Aber wir werden schon alles dran setzen, die Punkte zu holen. Wie ist da so die Stimmung generell in der Mannschaft? Du hast jetzt von dir gesprochen. Ja, die Stimmung in der Mannschaft ist rundum positiv. Das ist ja immer so, im Erfolgsfall läuft es ja fast überall immer gut. Das ist bei uns auch so. Natürlich wissen wir auch alle, dass momentan nicht so die beste Phase bei uns ist, wo wir unseren besten Fußball zeigen. Aber wie eben erwähnt, haben wir halt viel Luft nach oben. Das werden wir auch wieder abrufen in den kommenden Wochen. Und ja, das ist eine positive Stimmung, nicht nur bei uns in der Mannschaft herrscht, auch in der ganzen Stadt, die uns natürlich auch trägt irgendwo. Das muss ich, denke ich, der in Köln lebt und wohnt, keinem erzählen jetzt, weil wir werden letztendlich auch von den Fans getragen und das ist halt unser großes Glück, was wir haben, dass jede Woche auch 50.000 zu Hause sind. Ne? Jetzt seid ihr beide wieder Heimkehrer ein Stück weit. Inka, bei dir ist das so, du bist gebürtige Düsseldorferin, warst aber als Kind schon FC-Fan, wie ich gehört habe. Hast ja am Ende ja aber wirklich lange Zeit gelassen. Ne? Du hast 16 Jahre in Duisburg gespielt, dann in der Schweiz, dann in den USA. Bist dann jetzt aber gekommen zum ersten FC Köln zu dieser Saison. Warum so spät? Ja, ich denke, das Beste kommt zum Schluss. Nein, in Duisburg hatte ich eine unheimlich tolle Zeit. Ich bin schon sehr familienverbunden und hatte alles in Duisburg. Ich hatte da meine erfolgreichsten Jahre mit einer fantastischen Mannschaft um mich herum. Sah da dementsprechend keinen Grund zu wechseln und wollte dann noch mal ein bisschen Auslandserfahrung machen. Die habe ich gemacht, 2,5 Jahre. Das war eine fantastische Zeit, aber reichte dann auch, weil ich doch gerne zu Hause bin am liebsten. Und ja, meine Mom fragt sich bis heute, was sie früher verkehrt gemacht hat, dass ich Köln-Fan schon immer war. Sie musste tatsächlich auch für mich jedes Mal nach Köln fahren, weil ich ein Trikot und Trainingsanzug als Kind haben wollte vom 1. FC Köln. Das gibt's natürlich nicht in Düsseldorf. Aber sie ist auch sehr, sehr stolz und ich fühle mich in Köln wohl. Es macht unheimlich viel Spaß beim 1. FC Köln. Ich habe wahnsinnig viele Möglichkeiten, mal in anderen Bereichen reinzuschnuppern, was ich unheimlich positiv finde, weil ich schon im Trainerbereich ein bisschen arbeiten möchte und auch eher leistungsbezogen. Und von daher genieße ich die Zeit und Köln und Düsseldorf ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Das stimmt allerdings. Ja, und dann jetzt vielleicht noch den Aufstieg schaffen. Du tust ja auch dein Persönliches wirklich dazu. Wir müssen vielleicht nochmal sagen, du hast 2-mal die Europameisterschaft gewonnen, 2-mal Torschützenkönigin, hast jetzt auch schon 14 Tore geschossen. Also guckst jetzt auch ganz persönlich, was du tun kannst für den Aufstieg hier bei uns. Ne? Ja, sicherlich. Ich glaube, mit meiner Erfahrung kann ich unheimlich viel bewirken. Aber nichtsdestotrotz muss es auch in der Mannschaft funktionieren. Wenn du als Stürmer gut bist, nützt dir das nichts, wenn du die Bälle nicht bekommst. Und von daher ist das so ein Miteinander und die Harmonie momentan stimmt zumindest auf jeden Fall. Patrick, du bist Kölner, du bist jetzt wieder in der Heimat zurück, wieder zu Hause, spielst wieder beim 1. FC Köln. Wie wichtig ist das für dich? Ja, wie Inke schon gesagt hat, das familiäre Umfeld ist halt für fast jeden Fußballer enorm wichtig. Ja? Man merkt, wie ich war. 5 Jahre weg vom Verein, natürlich zu Leverkusener Zeiten hatte ich meine Familie immer noch um mich rum, aber gerade in Wolfsburg war es dann schon schwer. Wir haben eine Tochter, die Schwiegereltern sind nicht da, die eigenen Eltern sind nicht da und von daher sind wir natürlich jetzt schon wesentlich besser aufgestellt. Wir haben unseren Freundeskreis wieder, das Umfeld, was wir kennen und lieben und es macht einfach wieder Spaß für dann letztendlich seinen Verein zu spielen. Es ist gerade als Kölner das Größte, in so einem Club zu spielen, weil einfach die Unterstützung in der ganzen Stadt enorm ist. Und das hat man in der Bundesliga, glaube ich, bei ganz, ganz wenigen Vereinen. Ich habe auch Fanfragen mitgebracht. Mal hatten die Fans wieder die Möglichkeit, vorher über Facebook, über Twitter und auch ganz neu über Instagram Fragen zu stellen. Fangen wir gleich mal an. Martin fragt euch beide, passend zum Kartfahren, liebt ihr die Geschwindigkeit? Ja, also es macht schon Spaß, aber leider gibt es dafür oft dann zu viele Punkte und da sollte man doch nicht so schnell fahren. Und von daher hat es auch bei mir nachgelassen. Ich fahre mittlerweile auch vernünftig, gerade als Familienvater ist nichts mehr mit der Raserei und auch ich habe dazugelernt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was bist du für ein Autofahrer, aber das ist schon beantwortet. Inka, wie ist das bei dir? Du warst auch flott unterwegs. Ja, es macht unheimlich viel Spaß. Ich habe, wie gesagt, 1,5 Jahre in der Schweiz gelebt und sie fahren sehr, sehr langsam, sehr, sehr vorsichtig. Und wenn man da einmal dann doch zu schnell fährt, zahlt man auch sehr, sehr viel Geld. Von daher habe auch ich definitiv dazugelernt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man die Möglichkeit hat, genieße ich das schon. Sehr schön. FC-Fan Henning Schmidt und auch Beto99 fragen Pat dich, stimmt es wirklich, dass du in Leverkusen Karnevalslieder in der Kabine gesungen hast? Ja, es ist ja naheliegend. Wie gesagt, Leverkusen ist nicht so weit weg. Fast die ganze Mannschaft hat in Köln gewohnt und
dass da alle so ein bisschen auf den FC und auf Köln schauen. Das ist dann zwangsläufig so. Und ja, der Karneval gehört zu Köln dazu. Dementsprechend werden auch dort die Lieder gesungen. Und ja, es ist eine schöne Geschichte, aber ich bin froh, dass ich wieder in Köln bin. Also das Gerücht stimmt, sehr schön. Inka, wie sieht das aus bei den Frauen? Wird da auch gesungen unter der Dusche und wenn ja, was? Es wird leider zu oft gesungen. Ich halte mich da grundsätzlich zurück, weil ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Das mache ich dann doch eher privat. Also singen ist nicht deine Stärke? Nein, definitiv nicht. Ich singe unheimlich gerne. Ich meine, Gott, wenn man mal Spaß hat, feiert, dann sollte man auch die gute Laune raustragen. Das mache ich sehr, sehr gerne, aber singen kann ich definitiv nicht, nein. Und was wird gesungen bei euch in der Dusche? Ja gut, alles Mögliche, aber es gibt tatsächlich auch viele Karnevalslieder. Aber sonst eigentlich von den Charts aufwärts, sogar auch mal Schlager. Alles ist dabei. Sehr interessant, da haben wir Bilder im Kopf. Ingo fragt euch beide, gab es jemals einen peinlichen Moment auf dem Platz für euch? Und wenn ja, was war das? Wie habt ihr die Situation gelöst? Ja, das heißt peinlicher Moment. Gerade als Stürmer ist es immer naheliegend, wenn du mal vielleicht eine Chance vergibst, wo der Ball eigentlich rein muss. Das hast du einfach oft, aber du lernst mit der Zeit damit umzugehen. Das ist dein Job, du weißt, dass im Normalfall die Tore auch schießt, aber es gibt immer Situationen, wo es eben dumm aussieht, aber ja, das kannst du einfach nicht ändern. Ich hatte auch diese Saison so ein Spiel wie gegen Ingolstadt, wo ich glaube ich aus 2 oder 3 mit dem Ball an die Latte köpfe, da sieht dann für mich natürlich sauer blöd aus, aber der Ball war definitiv schwer zu verwerten und da ist es als Stürmer immer recht schwer, du bist knapp so an der Linie, wo es schon mal dann auch ein bisschen dumm aussehen kann, aber dafür hast du oft genug die Möglichkeit, den Ball dann doch ins Netz zu schießen und dann macht es dann doch mehr Spaß als die peinlichen Momente. Inka, bei dir? Ja gut, da ich halt auch vorne spiele, kann ich das nur wiedergeben. Es gibt immer Momente, wo es dann sehr ungünstig aussieht, wo du vielleicht im Nachhinein, je nachdem wie es natürlich auch läuft, du selber drüber lachst. Aber ja, also ich glaube, die hat jeder schon mal gehabt, in auf welcher Position auch immer man spielt. Also die gibt es bei mir sicherlich auch. Und ist es dann was, was man dann so mit nach Hause nimmt oder ist dann auch gut? Ich glaube, da ist jeder unterschiedlicher. Wenn du natürlich dadurch vielleicht ein Spiel verlierst oder du weißt, dass du durch solche Aktionen vielleicht einen anderen Weg hättest einschlagen können, bin ich zumindest jemand, der da schon ein bisschen verarbeitet, aber ja, irgendwann hakt man das auch ab und dann geht es auch weiter. Eine Frage, die so oder so ähnlich öfter kam von mehreren Fans, ist die nach der Zukunft. Also wollt ihr noch länger beim FC bleiben? Was steht dann an? Möglicherweise auch in der Trainerposition oder was gibt es da für Pläne? Inka, du hast eben schon mal, du machst ja auch schon ein bisschen was. Vielleicht fängst du mal an. Ja, ich glaube, ich bin auch ein bisschen älter als Patrick, sodass es für mich sicherlich schon jetzt eher die Frage stellt, ob ich nächstes Jahr aufhöre oder nicht, wo ich jetzt aber mich noch nicht zu äußern werde, aber werde schon sicherlich im Trainerbereich arbeiten wollen. Ich habe jetzt meine A-Lizenz gemacht. Wie gesagt, darf jetzt schon beim FC ein bisschen reinschnuppern, darf auch demnächst mal zu den Profis. Da werde ich mir den Patrick mal ganz genau anschauen, wie er auf dem Platz agiert. Und das ist sicherlich so meine Richtung, wo ich hinstrebe, im leistungsorientierten Bereich zu arbeiten. Ist auch dein Wunsch, mehr mit Kindern zu machen, ne? Weil ich gerade Patrick erwähnt habe, nein. Nein, überhaupt, also wie gesagt, weiß ich nicht. Nein, ich möchte, also ich habe jetzt auch des Öfteren mal bei der U19 zuschauen dürfen. Das Alter finde ich unheimlich spannend, gerade bei den Jungs. Aber wo letztendlich ich hintendiere, das weiß ich sicherlich noch nicht. Auch Mädchen, Jungs, lasse ich mir jetzt gerade noch offen. Patrick, wie sieht es bei dir aus mit der Zukunftsplanung? Kannst und willst du schon irgendwas Grobes dazu sagen? Das ist schwer. Ich bin gerade 30 geworden. Ich würde gerne mit älteren Damen zusammenarbeiten mal irgendwann. Nein, für mich ist es meine letzte Station. Das war für mich klar. Und meine Familie, ich werde die letzten Jahre, wo ich spielen kann, für den ersten FC Köln spielen. Dann hoffe ich halt schon, dass ich vielleicht irgendeine Position finde, wo ich was für den Verein machen kann, weil ich natürlich auch gerne hier lebe und den Stadt, den Verein auch liebe. Aber was es genau sein wird, weiß ich nicht. Ich habe Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Ich würde auch gerne vielleicht in der Jugend was machen. Das muss nicht unbedingt oben im Leistungsbereich sein. Von da wird man mit den Jahren jetzt sehen, wo es dann hinläuft. Vielleicht mache ich eine Karriere als Kartfahrer noch, das hat man heute schon gesehen. Aber ja, ich bin da sehr offen für. Aber ich hoffe, dass es was mit dem 1. FC Köln zu tun hat. Oder Kartfahren als zweites Standbein. Das muss ich mal gerade machen. Anja Nickel möchte von Patrick wissen, wie fandest du am Rosenmontag die Fahrt auf dem Wagen bei den Roten Funken?
Ja, also ich hatte wirklich die Ehre, das miterleben zu dürfen. Ich war tatsächlich zum ersten Mal am Wagen oder zum ersten Mal überhaupt am Rosenmontagszug, obwohl ich Kölner bin. Hatte bis jetzt nie die Möglichkeit. Ich war jetzt ein paar Jahre weg. Vorher lief sportlich nicht gerade so ideal an den Wochenenden, wo wir den Rosenmontagszug hatten. Und ja, ist ein Gefühl, was einfach nicht beschreibbar ist. Also du hast das Gefühl über Stunden, wow, und dann ist es vorbei und denkst, das gibt's ja gar nicht. Es hört einfach auf, alles wieder leise, aber es ist gar nicht in Worte zu fassen, was es für ein Gefühl ist. Also ich würde es gerne jeden Montag erleben wahrscheinlich oder alle paar Wochen zumindest. Ich rede mit vielen Leuten drüber, viele fragen mich, aber ich glaube, es ist eine Sache, die man einfach nicht erklären kann, die ich jedem mal wünschen würde, erleben zu dürfen, weil es ist ein Moment, den du dein Leben lang, glaube ich, nie vergessen wirst. Das hat ein bisschen was von Rockstar, ne? Man steht dann da und... Ja, und das ist einfach unglaublich. Also so müssen sich wirklich Superstars fühlen. Es ist wie eben wenn einfach nicht beschreiblich. Du hast das Gefühl, wow, alles liegt dir zu Füßen. Dann ist einfach Schluss und denkst dir so, kleiner Cut, alles wieder normal. Aber es ist einfach unbeschreiblich und ich würde es wirklich jedem wünschen, weil es einfach eine Erfahrung für das ganze Leben ist. Cool. Inka, bist du auch eine Karnevalsjacke? Grundsätzlich schon, na klar. Wir halt wie auch in Düsseldorf Karneval feiern. Aber jetzt, dieses Jahr, habe ich nicht so viel feiern können. Und von daher, ja, aber ich glaube, wenn du einfach nur die Musik schon hörst und dann auch vor allem in den Regionen bist, wie jetzt Köln, dann kriegst du einfach Lust und fängst an zu schunkeln und hast auf jeden Fall Freude. Und die schwappt natürlich bei mir auch über. Eine sehr schöne Frage von Kevin Schäfer an euch beide. Was beeindruckt euch an dem jeweils anderen? Tja, ich glaube, es ist vieles gleich. Wir sind beide bei einem Zweitligisten noch. Wir haben beide die Aufgabe, mit der Mannschaft hochzugehen. Wir sind beide im Sturm und wie sie eben gesagt hat, wer 16 oder 17 Jahre in der Bundesliga spielt, Europameister wird, Torjäger in ihrer Liga, dann sind das schon Erfolge, die man natürlich auch selber gerne hätte und da kann man sich schon dran orientieren und das ist dann schon eine große Karriere, muss man einfach sagen. Sie ist, glaube ich, wie alt bist du jetzt? 41. Also nee, das ist definitiv eine sehr große Karriere und wer sowas erleben darf, beziehungsweise die Erfolge feiern kann, das ist schon eine Sache, die dann einzigartig ist, definitiv. Inka, mit 35 ein bisschen älter. Trotzdem gibt es bestimmt auch etwas, was dich an Patrick beeindruckt. Na gut, er kann ein bisschen Fußball spielen, das kann man ja nicht leugnen. Nein, also ich habe ihn natürlich auch in den Bundesliga-Jahren verfolgt. Was ich unheimlich beeindruckend finde, das meine ich wirklich ernst jetzt, dass einer der wenigen Spieler ist, der wirklich beidfüßig unheimlich stark Fußball spielen kann. Das hast du, glaube ich, selten in der Bundesliga. Ich mag an Patrick, dass er einfach unheimlich sympathisch, wirklich natürlich ist. Dafür habe ich Geld bekommen. Nein. Aber ich glaube, wo ich mich unheimlich für freue, ist, dass, wie Patrick es am Anfang schon gesagt hat, ich glaube, wenn du dich nicht wohlfühlst in einem Verein, weil halt das Umfeld oder generell viele Unstimmigkeiten vorhanden sind, kannst du deine Leistung nicht so abrufen, wie du sie eigentlich abrufen möchtest. Und bei ihm sieht man halt einfach, seitdem er wieder hier ist, dass er Freude hat, Spaß hat und das projiziert er halt auf den Platz. Und das freut mich unheimlich für ihn, weil ich glaube, dass es für ihn auch nicht immer einfach war, gerade durch die ganzen Verletzungen. Und ja, genieße es, ihn auf den Platz zu sehen, weil da siehst du, dass jemand Bock hat und das braucht der FC. Bock stimmt sogar. Sehr schön. Kommen wir zur letzten Frage von Schiefness. Was entbehrt ihr für den Fußball? Gut, zum einen ist natürlich der Job als Fußballer oder Fußballerin schon sicher einer der Traumjobs schlechthin. Natürlich ist es so, dass du sehr früh hast, Kind zu sein, bin ich der Meinung, du opferst halt sehr früh die Kindheit für den Fußball, das heißt, nach der Schule ist dann eben nicht mit Freunden spielen oder feiern gehen oder sonstige Sachen, sondern es geht halt darum, seine Hausaufgaben zu erledigen. Anschließend geht es halt auf den Platz zum Training und zu üben. Natürlich schafft nicht jeder den Weg nach oben, aber für die, die es dann geschafft haben, so wie wir beide zum Beispiel jetzt, musst du halt auf viele Sachen verzichten einfach und das machst du natürlich auch sehr gerne, weil es einfach ein geiler Beruf ist. Aber du weißt natürlich genauso, dass die Jahre sehr begrenzt sind. Das heißt, mit, wie bei ihr, 35, 36 ist im Normalfall gerade im Männersport Schluss. Wahrscheinlich bei ihr dann auch, vielleicht in ein, zwei Jahren. Aber es ist dann einfach schon ein anderes Leben. Und mit der Zeit wird man natürlich auch ein bisschen bekannter. Es ist nicht mehr so das unauffällige Leben in der Stadt.
Aber wie gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile, das ist in jedem Job so. Also ich will nicht missen, dass ich Fußballer bin, sie wahrscheinlich auch nicht. Von daher hat man das Ganze, was man dann in der Jugend vielleicht so ein bisschen verpasst hat, dann auch wirklich gerne gemacht. Möchtest du da noch was zufügen, Inka? Nein, musst du nicht großartig. Also sicherlich abends die Freizeit mit Freunden geht halt nicht, weil du abends immer trainierst, zumindest in den Anfangszeiten. Und das sind sicherlich schon Sachen, weil du viel auf Reisen bist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kompensiert der Erfolg oder das, was du auch erleben darfst als Fußballer oder Fußballerin, gerade auch mit den Reisen, das nimmt dir halt keiner mehr. Und ich denke, ich habe zumindest wirklich tolle Freunde, die wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde immer zu mir standen. Und das ist, glaube ich, das Schönste daran. Und alles andere, glaube ich, sollte man auch einfach genießen. Inka Grings, Patrick Helmes, vielen Dank. War uns ein großer Spaß mit euch hier heute auf der Kartbahn. Wir sind auf der Schumi-Kartbahn, deswegen nutzen wir auch gerne den Moment. Michael Schumacher und seiner Familie, ganz viel Kraft, alles Gute zu wünschen. Da denke ich, spreche ich für uns alle. Und euch drücke ich die Daumen für den Aufstieg. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.